Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Wie kann ich hier meine eigene Wand jetzt draufstellen? So, wenn ich jetzt sage, ich möchte die hier wieder abreißen, geht das? Okay, die können wir wieder abreißen. Ich schau grad die ganzen Fallen, die es gibt. Fallen? Ja. Diese Schnappfalle von mir. Achso. Diese Wand. Da habe ich gedacht, könnte man ja vor der Treppe machen, dass wenn einer langklatsch, Patch macht. Ja, es wird uns wahrscheinlich aber auch gut treffen. Nein, wir könnten sie ja weiter rechts und links versetzen, sondern dass wir, wenn wir gerade rauflaufen, nichts passiert und wenn die seitlich reinspringen, bumm, fehlen sie. Achso. So. Oh, das sieht aus, als wenn du da schon was mehr. Da ist was Größeres. Warte, brauchen wir noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Das ist doof so. Nochmal die eigene Wand versuchen. Weil die. Kann die ja hier drauf liegen lassen, oder? Oder stören die beim Bauen? Eigentlich nicht. Ich verstehe das Prinzip jetzt hier gerade nicht so ganz. Müssen wir tatsächlich die grundlegende Wende nehmen? Probiere ich mal damit. Du planst, ich schlepp's Material ran. Okay, das kann man machen, ja. Ich bin mal gespannt, ob die dann auch gerade werden. Boah, man kann das kaum erkennen hier. Die sind schon komplett scheiße. Ich glaube, wir müssen das Stück für Stück bauen. Alles so, dann kriegst du eine Krise. Okay. Dann ist sie aber offen. Ich blick das halt nicht so ganz durch, wie das mit den eigenen Wänden funktionieren soll, weil die immer komplett gleich das ganze Fundament annehmen. Okay. Und wenn ich jetzt die eigene Wände setzen will, du siehst nie so wirklich richtig, wo muss die hin. Die sind nämlich jetzt ganz schön ineinander verschachtelt. Ah, ich hab's. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wie es geht. Das muss man doch erstmal wissen, verdammte Axt. So. Deswegen probierst du's. Kannst das Material da oben schon verwenden? Ich komme mit der nächsten Ladung. So. Mit einer Tür. Hier machen wir ein Fenster rein. Hier machen wir ein Fenster rein. Und hier machen wir ein Fenster rein. Dann machen wir hier noch ein Fenster hin und hier noch ein Fenster. Da eins.
Da lassen wir zu. Hier machen wir Fenster hin. Hier eins. Genauso wie hier. Und hier. So. Korrekt. So, Tür haben wir. Ha. Ja, Material hochschleppen ist wahrscheinlich ein bisschen doof. Das geht. Aber ich glaube, das wird auch ganz gut gehen jetzt. Boah, was wir hier noch alles wegkloppen müssen. Da gibt es Schlimmeres. Stell dir vor, wir müssten über die halbe Map. Ja. Was jetzt einfach halt ziemlich doof ist, wir müssen jetzt demnächst auf jeden Fall mal los. Wir brauchen Rehe. Damit wir uns Betten bauen können, dass wir in unserem Haus schon schlafen können. Sonst müssen wir nämlich... Die Rehe habe ich da oben gerade gesehen. Wir brauchen 17 Stöcker, ein Seil und 4 Rehe. Ich habe was entdeckt. Damit wir uns ein Bett bauen können. Wo ist der Leuchten? Da ist er. Gut, und wir sollten sowieso nochmal losgehen. Wir brauchen die Töpfe unbedingt. Das ist ein schnelles Viech. Wollen wir mal eben nochmal losgehen? Da muss ich erst was trinken oder essen. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Ich überlege, ob ich wohl... Ach, wir finden unterwegs was zu futtern. Da noch Baumstämme rum? Ich glaube nicht. Ich habe alle eingesammelt. Frage ist nur, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen definitiv nochmal in die Richtung, vielleicht wo wir hergekommen sind. Aber ich vermute, dass wir da mehr Glück haben mit Töpfen und so. Du gehst nicht den Berg da hoch, oder? Nee, ich gehe hier... Da vorne ist. Ah, ich seh dich. Ja. Da vorne ist irgendwas. Was ist das? Oh, hier ist ein See. Ich glaube, da sind Fische drin. Ja, das ist so richtig. Hier sind irgendwelche Häuser. Mal reingucken, was hier los ist. Oh, und hier schläft eine. Ich habe einen Vogel erlegt. Wach werden! Schläft der oder ist er tot? Alter! Okay, das hat sich nicht gekillt. Also entweder habe ich die gerade nicht gekillt, doch. Gegen hier zwei. Oh, Blaubeeren. Oh, ich weiß, wo wir sind. Toll, hier hätten wir einen Speer gefunden und hier ist auch nochmal Farbe drin. Hier ist nichts drin. Auf jeden Fall liegen hier noch ein paar Koffer. Da unten liegen auch Koffer. Zumindest einer. Ja, den habe ich eben auch gesehen. Hier ist nichts weiter drin. Hier war ein Pfeil. Wir brauchen immer diese blöden Töpfe, ey.
Und Rehe. Ding ist mir, ich glaube, wir werden halt, wenn wir weiter in die Winterlandschaft da oben gehen, Ja, aber doch erfrieren oder nicht? erstens das, keine Rehe und keine Töpfe finden. Und wir gehen natürlich zur besten Tageszeit los, ne? Es wird nämlich wieder dunkel. Hast du schon einen Alligator erlegt? Schon wieder dunkel, ey. Ja. Ätzend. Hier vorne ist das Meer. Autsch. Hab schon wieder welche gehört. Du folgst mir langsam? Ja, ich sehe dich. Okay. Ding ist, eigentlich würde ich fast sogar sagen, dass wir auf die andere Seite rüber gehen würden, weil ich weiß nicht, inwiefern. Wollen wir doch mal eben rüber schwimmen und das Meer, also die andere Inselseite da auskundschaften? Ich habe mich gerade mit diesem Farbzeug da eingeschmiert. Ah, okay, gut, ich nicht, aber dann behalte es erstmal an. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas noch was Cooles finden. Ja, Töpfe sind wichtig und wir brauchen Rehe. Was ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen habe, das Schiff. Richtig, hier liegen auf jeden Fall ein Haufen tote Haie. Ja, dann kommen wir jetzt langsam zu diesen Containern, denke ich mir. Nein. Ich glaube nämlich, die sind auf der anderen Seite. Vermute ich. Hier ist auf jeden Fall schon wieder irgendeine Hütte. Boah, hier bin ich das erste Mal gewesen. Licht, Licht, Licht. Hier ist nichts drin. Ne, ist komplett empty, das erste Häuschen hier. Alle leer, anscheinend. Ich glaube, die sind nur Deko. Keine Angst. Jetzt bin ich erschrocken. Er läuft auch gleich zurück. Ja, hier stehen immer mehr von den Hütten. Oben müssten Seile drin hängen, wenn ich das richtig sehe. Ja, Tatsache. Zwei neue Seile. Vor allem, wenn sie kommen, einfach in so eine Hütte. Ich glaube, die kommen mir gar nicht hoch. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich den falschen Weg eingeschlagen. Zumindest haben wir den jetzt dann auch mal gesehen. Liegen ein paar Soda-Dosen rum. Hier liegen wieder Koffer. Koffer sind immer gut. Scheiß auf den Ball. Was will ich mit dem Ball? Irgendwas, irgendwo
Ja, da muss auch irgendeinen Sinn haben. Irgendwas muss man mit dem Ja, Ding damit machen. kannst du die irgendwie ablenken, glaube ich, manchmal. Dass ich in Ruhe spiele mit dem Ball. So nach dem Motto, genau. Ach, was, echt jetzt? Glaube ich, also kannst auf jeden Fall die damit irgendwie triggern oder so. So, die Schlausten sind's nicht. Nee, absolut nicht. Also hier hört der Strand jetzt auf. Ja, und wenn wir da hochgehen, kommen wir in die Schneeregion. Das ist scheiße. Nicht gut.